Moin moin liebe Leute und mal wieder herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fußball Manager 13 mit unserem, ja ich will nicht sagen Geliebten, ne, mit unserem FC Schalke 04. Jo, letztes Mal also der 2-1-Sieg in der Gruppenphase der Königsklasse, auch bekannt als Champions League. 2-1-Sieg gegen Manchester United. Wir haben Menu das zweite Mal in der Gruppenphase jetzt geschlagen. In Old Trafford haben wir 1-0 gewonnen, zu Hause in der Felddienst Arena 2-1. Unglaublich, was wir da wieder für eine Leistung abgerufen haben. Na, was heißt Leistung? Wir haben einfach effektiv unsere Chancen diesmal genutzt, nicht so wie zuletzt. So war Menu natürlich ein bisschen überlegen. Klar, die mussten natürlich auch kommen. Jetzt müssen wir, weiß jetzt gerade nicht mehr, wie wir in der Champions League stehen. Ja, es ist schon wieder fast eine Woche her, dass ich aufgenommen habe. Wo guckt man da am besten? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Wo stehen wir genau in der Champions League jetzt? Können wir das nicht hier bei Ergebnissen herausfinden? Nein, natürlich nicht. In der Liga stehen wir weiter auf Platz 5 mit 2 Punkten Rückstand auf den ersten Platz. Also das ist schon top. Ich weiß nicht, warum der Vorstand da so eine Kritik ausübt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich da Baumis Kommentar zurückkommentiert habe. Wenn nicht, dann nochmal schönen Gruß an dich, Baumi. Da hast du auf jeden Fall recht. Das ist das Schlimme bei Schalke. Wenn da was schief läuft, dann der Vorstand sofort. Trainer, muss weg, muss weg, muss weg. Obwohl 2 Punkte Rückstand sind. Bestes Beispiel bei Schalke da 2008. Als man Mirko Slomka auf Platz 3 entlassen hat. Nur wenn man 5-1 gegen Bremen verlor. Wow, eine Klatsche mal passiert. Gut, das ist Vergangenheit. Es geht weiter im Let's Play. Wir treffen auf Fortuna Düsseldorf, die letztes Jahr aufgestiegen sind. Diese Saison stehen sie zurzeit auf Platz 13. Sind üblicherweise wieder drin im Abschiedskampf, obwohl man zurzeit auch keinen Abschiedskampf absehen kann. Denn der Relegationsplatz 16 hat 6 Punkte Rückstand auf Platz 15. Und das ist Eintracht Frankfurt, die letzte Saison souverän Platz 6. geworden sind und jetzt in der Europa League spielen. Natürlich schade für den Aufsteiger. Oder für den Aufsteiger der letzten Saison, dass sie jetzt dieses Jahr mit der Doppelbelastung leben müssen und dann das, wie gesagt, das schwere zweite Jahr. Aber gut, das hat uns jetzt erstmal nicht zu interessieren. Wir müssen uns auf Düsseldorf vorbereiten. Verfahren hat sich verletzt. Der wird, glaube ich, auch gegen Düsseldorf ausfällen, wenn ich recht erinnere. Gucken wir mal hier. Statusbericht Verletzung. Wo haben wir es? Da. Aha, Verfahren 4 Tage. Jawohl. Der Düsseldorf kommt viel zu früh mit seiner Warenzerrung. Da lassen wir dann Leon Goretzka oder Renato Augusto rein. Ich glaube, ich setze da wieder auf bewährte Kräfte. Und bringe Renato Augusto rein dafür. In den Kader dafür wird Sead Kolasinac rücken. Für den Jungen tut es mir ein bisschen leid. Ich glaube, den müssen wir verleihen. Also gut, wir verleihen ja viele Spieler schon heutzutage. Ne? Aber ja, Papadopoulos ist wieder ist zurzeit in Topform. Hat ein bärenstarkes Spiel gemacht gegen Manu. Büttner kommt nach seiner Verletzung, nach seinen Sehnen. Was hat er für eine Verletzung gehabt? Ah, hier, Syndesmosebandanriss. Wo er 4 Wochen gefehlt hat, kommt er wieder richtig in Topform. Höwedes ist noch nicht ganz so die souveräne Statur da. Irgendwie ist es halt keine Entwicklung zu sehen bei ihm, ne? Bei den 25-Jährigen. Da entwickelt sich halt nicht viel bei ihm. Muss man so ehrlich mal sagen. So, Garrix auf jeden Fall. Oder Garrix. Ich weiß noch nicht, wie man ihn wirklich ausspricht. Habe auch nichts im Internet dabei gefunden darüber. Also, falls noch mehr wissen, wie er genau ausgesprochen wird, dann sag's bitte. Ich will hier nicht unbedingt was falsch aussprechen immer zu. Garrix oder Garrix. Ich bleibe es erstmal bei unserem guten Freund Garrix. Görgi oder Georgi, wie wir auch schon öfter gesagt haben. Ja, ansonsten werden wir gegen Düsseldorf erstmal nichts ändern. Da gibt es auch keinen Grund zu. So, bei Philipp Max müssen wir, glaube ich, noch das Trainingspensum ein bisschen runterstellen. Nochmal ein bisschen, 70% jetzt. Damit der wieder hier richtig frisch wird langsam. Der ein hammergeiles Tor gemacht hat gegen Manu. Klasse, wie er da in die Spitze reingelaufen ist. In Wirklichkeit soll der linker Verteidiger sein, das wusste ich noch gar nicht. Ist ja auch mal ein Ding. Mario Mandzukic wird Spieler des Monats. Ich glaube, den hätten wir uns doch holen sollen am Anfang der Saison und nicht Podolski. Man kann ja nicht alles richtig machen, ne? Man kann ja nicht alles richtig machen. Es geht in unseren Ex-Verein im Let's Play mit FM Düsseldorf, mit dem wir ja leider abgestiegen sind. Übrigens, habt ihr mal wieder weitergespielt mit dem alten Spielstand. Ich bin da in der, so direkt wieder aufgestiegen, habt aber mit Investor gespielt, weil ich mir ein bisschen was zusammenkaufen wollte und dann, ja, tut mir leid, ist so passiert. Wie sagt Max, das ist noch eine schlechtere Frische als vorhin noch. Gibt's ja gar nicht. Gut, ansonsten, ja. Können wir gespannt sein, wie das nächste Spiel ablaufen wird. Bastos bleibt draußen noch. Genauso wie Neustädter. Kirchhoff hat das letzte auch gut gemacht, da auf der 6er-Position. Hat er jetzt, ja gut, auch 6 Spieler hat er mittlerweile schon bestritten für uns. So, dann schauen wir mal, was gibt's noch an Neuigkeiten. Gut, da haben wir ein Angebot. So, dann machen wir nochmal in die Taktikreinigung. Habe ich auch gesagt, dass ich das wieder ein bisschen öfter bevorzugen werde gegen Düsseldorf. Gucken wir mal, was haben die. Gucken wir mal im Vergleich rein. Was haben die für eine
Bellinghausen, Gabuschewski. Ja, das sind eher langsamere Typen. Da müssen wir auf jeden Fall über die Flügel kommen. Nicht durch die Mitte. Da haben wir mit Vollner und Lambert zwei, ja, sagen wir mal, Brecher. Und Levels und Levels Innenverteidiger. Guck an. Ob mal Leisure da Innenverteidiger. Das wird ein bisschen, ja. Ich würde sagen, da müssen wir vor allem über die Flügel kommen. Astrid wieder auf okay. Wie gesagt, da müssen wir vor allem über die Flügel kommen. Draxler trotzdem der Spielmacher wieder sein. Huntelaar klar, der Sturmtank. Flankenposition. Das sind klar ein paar Brecher. Da müssen wir, ja. Flankenposition. Die Flankenposition ist in Ordnung so. Über die Flankenhöhe. Da müssen wir ein bisschen feilen. Da müssen wir ein bisschen runtergehen. Das wird ein bisschen gemischt hier. 50-50. Die Ecken kommen auch so. 50-50 rein. So, das Pressing. Wir spielen zu Hause. Ne? Spielen wir zu Hause oder in Düsseldorf? Ne, wir spielen in Düsseldorf. Trotzdem Pressing gehen wir auf 55% heute mal hoch. So, die individuelle Anweisung haben wir da. Müssen wir da wieder was ändern? Das ist natürlich die Frage. Dribbling steil gehen. Ja, das ist eigentlich bei ihm in Ordnung. Bei Renato Augusto. Flankenhäufigkeit, auch immer Flanken. Was hat er denn für Flanken? Steht natürlich jetzt auch nicht da. Kurz reinschauen, wie Gareks Flanken sind. Flanken, 73, ja, na gut, da muss man nicht unbedingt immer flanken. Also nochmal rein in die Anweisung. Da kann die Flankenhäufigkeit ein bisschen runter. So, Ball halten. Was hat er noch? Ne, das reicht eigentlich. Ball halten soll er vor allem. So, Kirchhoff, schauen wir mal an. Aggressivität, ja, die auf 65%, die ist in Ordnung. Soll er ruhig hart reingehen, Ball halten und bei Standards nach vorne. Klar, Kirchhoff muss nach vorne bei Standards. Okay, das ist in Ordnung bei ihm, bei Draxler. Vorschüsse auf, Flankenhäufigkeit, ja, Kreativität, ja. Dribbling, Distanzschüsse, ja, gut, das ist alles in Ordnung bei Draxler. Gut, das haben wir erstmal erledigt. So können wir mit der Taktik rangehen. Schauen wir mal auf die Aufgaben noch, die hier vorherrschen. Elfmeter bleiben wir natürlich bei Huntelaar. Freistöße machen Verfahren und Bastos. Das bleibt alles auch so. Genau so, Ecken. Gut, das ist auch alles, wie ich sagen soll. Gut, dann wollen wir mal starten im Spiel gegen Düsseldorf. Alles klar, Leute, wir sehen uns im Textmodus wieder. So Leute, unsere Mannschaft sagen wir auf jeden Fall noch mit, gehen wir noch mit auf den Weg. Ein Remis schaffen wir mindestens. Das sollten wir auf jeden Fall schaffen gegen Düsseldorf. Die sind da unten drin. Da wollen wir wieder ein Sieg holen, ganz klar. Ja, die Musik kennen wir natürlich noch, ne? Vom FM Let's Play mit Düsseldorf. Jetzt gilt es mit Tabelle 13, drei Punkte abzuholen und gleich mal die erste Möglichkeit für unsere Schalker. Glanzparade von Fabian Giefer. Giefer wird von Wolfswinkel zu einer tollen Parade gezwungen, nachdem zuvor Draxler sich gegen Lambertz in H2-Kampf umgesetzt hatte. Also von Wolfswinkel konnte heute mal nicht zuschlagen. Van Bergen unterbindet den Ansatz des Rippings von Augusto konsequent. Und jetzt mal die erste Chance für die Fortunen. Und die machen auch gleich mal das erste Tor. Durch Stefan Reisinger. Zum ersten Mal sind die Düsseldorfer gefährlich vor dem Tor und schon hat es gescheppert. Renato versucht, Raphael den Ball im Mittelfeld abzugrätschen, bleibt danach verletzt liegen. Dann geht es ganz schnell. Raphael setzt Sieg Bellinghausen. Der dringt in den Strafraum ein, passt quer zu Reisinger und dieser schiebt im Halbwaffen Mourage ein. So, wir schicken schon mal Bastos und Goretzka zum Warmlaufen in der Stand. Augusto liegen. So, jetzt Max spielt den mal flach in den Strafraum. Der Schuss von Ricky Fosling ist so unplatziert. Liefer den Post. Nächste Chance für unsere Schalker. Fosling so weiter auf jeden Fall, Leute. Weiter unter Druck setzen hier. Und so laut 11 Metern abzieht, aber jagt das Dackelball ins Hintertornetz. Nächste Chance für die Fortuna. Vollner passt auf Bellinghausen, der von der linken Seite sofort zu Gabuschewski weiterleitet. Dieser überwindet Mourage und fand sich zuvor im Abseits. Und die nächste Möglichkeit für unsere Schalker kommt schon mit dem Ausgleich. Nein, Böttner schießt. Bonnard anholt immer in der Ecke raus. Garrix zieht den Ball Richtung Elfmeterpunkt, wo sich Huntelaar von Malajas löst und sofort abzieht. Ganz knapp geht der Ball am linken Pfosten vorbei. Schade. Jetzt Fortuna und die machen prompt mit der zweiten Chance das zweite Tor. Das gibt's ja gar nicht. Schon wieder Stefan Reisinger. Vandenberg flankt von der linken Eckfahne vor das Tor. Keeper Mourage kommt nicht richtig an den Ball, legt ihn Reisinger vor die Füße. Och Mensch, Mourage, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt alle warm laufen bitte. Und immerhin das Anschlusstor ganz schnell hinterher. Huntelaar macht es. Augusto läuft sich auf der rechten Außenbahn frei. Er hält den Ball von Max. Flankt präzise auf Huntelaar. Der köpft aus 11 Metern rechts in die Ecke. Giefer ist noch mit den Fingerspitzen dran. Kann den Ball noch nicht entscheidend ablenken.
Philipp Max mit der Vorarbeit. Also, Freunde, jetzt wegen Trikotzupf mit der gelben Karte. Also 6 Minuten auf den 2-0, schneller Anschlusstreffer, das ist gut. Dass wir hier wenigstens das Anschlusstor erzielen konnten noch vor der Pause. Aber schon wieder Düsseldorf! Gibt's denn sowas? Bellinghaus unter der etwas unpräzisen Flanke von links auf Lambert, der den Ball trotzdem aufs Tor bekommt. Morage ist die Sicht versperrt und reagiert zu spät. Das kann doch nicht wahr sein! Das gibt es doch gar nicht! Was ist mit der Abwehr heute los? 3 Gegentore in der ersten Hälfte. Garrix mit der Ecke, kommt gefällig in den Strafraum, landet nach einer Kopfabwehr von Levis schließlich beim aufgerückten Hövedes. Da sieht man zum ersten Mal was im Hövedes und das auch noch eine Offensive. Leute, das kann doch wohl nicht wahr sein. Das geht ja mal gar nicht. Das darf nicht wahr sein, Leute. Spielergespräche, moralisch kritisieren, das waren schon einige Fehler, die sich jetzt hier mittlerweile geleistet hat. Büttner motivieren wir. Genauso wie Klaas-Jan Huntela. Max, gehen wir gleich mal eine Massage mit auf dem Weg. Motivieren wir auch nochmal. Genauso wie wir auch Jörn Draxler. Der können wir loben. Der hat gut gespielt bislang. So, dann bekommt Draxler eben noch eine Massage und auch Jan Kirchhoff eine Massage. Und dann kann es in der zweiten Halbzeit weitergehen. Also hier muss jetzt was kommen, Leute. Wir stellen gleich mal ein bisschen um hier. Pressing auf 65%. Einsatz jetzt volle Kanne. Da muss jetzt also. Es kann aber nicht wahr sein, dass wir von Düsseldorf hier mit 3, dass die 3 Chancen haben und die hier gleich 3 Tore erzielen. Voller Angriff, kommt schon. Hier geht ja gar nichts mehr momentan. Auch so viel Stadion, schön, ja. Und da geht gar nichts, das gibt's doch gar nicht. Patrick Ochs kommt rein. Und jetzt Düsseldorf, das gibt's doch. Ich fasse es gerade wieder nicht. 2 Siege in Folge in der Bundesliga. Der Sieg in der Champions League. Und da ist kein bisschen Selbstvertrauen da. Da lassen sich 3 Tore vom Tabellen-13. reinpämmern da. Geht's denen auch gut, den Vögeln da auf dem Platz? Entschuldigung, da muss man raus. Also sowas, da passiert wieder nichts, wenn ich voller Angriff gedrückt habe. Jetzt hier Hövedes mit der 5 raus. Für ihn kommt Leon Goretzka rein. Offensivkraft hier. Auf die rechte Seite wieder gehen. Was macht Augusto da? Also das kann aber wohl nicht wahr sein. Genauso wie von Wolfsburg jetzt Lukas Podolski reinkommen wird. Als frische Sturmkraft. Und Michel Bastos von für Philipp Max. Also 3 Wechsel jetzt hier. Na komm, sagen wir Kirchhoff geht zurück in die Verteidigung dabei. Viererkette im Mittelfeld. Ein voller Angriff, das kann doch wohl nicht wahr sein. Jetzt nochmal Schalke. Huntela verlängert einen Einwurf per Kopf zur Mitte, wo Draxler auswitzen, wieder abzieht. Die Kugel aber nur ins Hintertornetz jagt. Jetzt also der Trippelwechsel. Bastos, Goretzka und Podolski. Für Van Wolfswinkel, Hövedes und Max. Jetzt die Chance für unsere Schalker. Huntela setzt sich im 16er gut gegen Malajas durch, legt den Ball zurück auf Heranschuh und Podolski. Hier ist aber ein kleiner Tick zu spät dran, sodass Giefer den Ball aufnehmen kann. Oh, Pressing. Glanzparade jetzt von Fabian Giefer erneut. Wieder können wir die Chancen mal nicht nutzen. Draxler wird links steil geschickt, will an Malajas vorbeigehen. Bleibt zunächst hängen, aber der junge Mittelfeldspieler setzt sofort nach, holt den Ball. Wieder spielt in die Mitte, wo Huntela zum Schuss kommt. Giefer taucht in die kurze Ecke und kann gerade noch um den Pfosten drehen. Schwer zu nehmen, jetzt wohnt in der Ecke von Bastos. Aber am Ende ist er zu überrascht und kann den Schuss nicht richtig platzieren. Schöner Pass von Goretzka in den Lauf von Bastos, aber der legt den Ball zu weit vor und kann die Abwehr von Düsseldorf so problemlos. So kann die Abwehr von Düsseldorf klären. Nächste Chance, Schalke. Vielleicht, aber da passiert nichts. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Das ist einfach viel zu wenig, was sie heute anbieten. Nach dem Sieg im Menü ist es echt lächerlich, was sie ihm da mal anbieten. Bocek spielt mit Lauren Reisinger frei, das ist ein Flachschuss, nur knapp in den linken Pfosten geht es ja klar, wenn man es ausgekontert, aber trotzdem, das kann echt nicht wahr sein. Malajas hindert Bastos auf der Flanke klärt zur Ecke. Der Anschlusstreffer würde zu spät fallen. Fällt aber auch nicht. Bastos schlägt den Ball hoch mit Elferpunkt gerade so, dass Giefer nicht weiß, ob er rauskommen soll. Papa kommt zum Kopfball, verfehlt das Tor um wenige Zentimeter. Und ja, Düsseldorf macht es nicht klar. Ecke von Bonner fängt Morage ganz locker ab. Schlusspfiff in Düsseldorf.
Nee, ohne Worte, Leute. Das ist einfach nicht zu fassen, wie man sich so präsentieren kann. Nach 2 Bundesliga-Siegen in Folge und dem Sieg in der Champions League gegen Manchester United, gegen den englischen Rekordmeister. Blamieren wir uns auf peinlichste Weise gegen Fortuna Düsseldorf. 3 Chancen haben die gehabt. Maximal 5 Chancen haben die gehabt. 3-1 verloren. Wir haben bestimmt wieder 10 Chancen gehabt. Gucken wir mal auf die Statistiken. Ja, 12 Chancen haben wir gehabt und schießen nur ein Tor. Das ist echt lächerlich. So können wir den Anspruch Champions League überhaupt nicht erfüllen. Die Abwehr heute überhaupt nicht zu sehen gewesen. Überhaupt nicht. Beide zu Recht, Minute 5. Moraes hat auch wieder mal ein Tor verschuldet. Also, so sehr ich den am Anfang der Saison gelobt habe, muss man sagen, die Fehler häufen sich bei ihm so langsam. Sicherlich hat er auch mal ein paar gute Paraden drin gehabt, aber... Also, Zeit bin ich bin im Moment gerade wieder wie vollkommen auf 180. Man muss doch mal ein bisschen Konstanz in das Spiel reinbringen. Guckt euch mal unser lächerliches Torverhältnis an. Plus 4 nach 13 Spieltagen. 15 Gegentore. 19 gerade mal geschossen. Jämmerliche 19 Tore gerade mal geschossen in 13 Spielen. Guckt euch mal die anderen Spitzenclubs an. Selbst Fortuna Düsseldorf hat mehr Tore geschossen als wir. Ey, das ist echt sowas von lächerlich, was die Mannschaft jetzt halt anbietet. Da müssen wir im Winter vor allem was... für den Angriff tun. Weder von Wolfsburg noch Podolski erfüllen die Maßgaben da. Nur ein Huntelaar ist einer, der ständig trifft, auch wenn er nicht gut in Form ist. Das ist echt lächerlich, was unsere Mannschaft heute wieder angeboten hat. Tut mir leid, Leute, ich bin gerade wirklich wieder auf 180. Das ist echt... Nee, das ist sowas von zum Kotzen ist das. Da freut man sich, dass man nach 2 Bundesliga-Siegen und dem Sieg in der Champions League wieder auf Touren kommt. Ich habe die letzte Folge mit Schritt aus der Krise benannt. Oder vor dem Menüspiel. Ich habe das mit Schritt aus der Krise benannt, ja. Und nu? Zu früh gefreut, Klammern denkste, kann man wieder mal sagen. Die zweite Mannschaft macht's vor, wie man den Düsseldorf spielt. Die gewinnen 2-0. So, Busse spendiert, Goretzka gleich neue Erfahrungsstufe. Stärke 73. Hat einen Marktwert von 15 Millionen, jetzt schon ist er ja nicht so fast. Schadensbrief Verletzung, Düsseldorf 2-0. Schalke gewinnt 2-0 gegen Düsseldorf. Tore von Maximilian Meyer und Kunt. Guck an, der gibt's auch noch, der trifft auch mal wieder. Angebot für Sebastian Härtner von Legia Warschau. Nee, so ein Angebot lehnen wir auf jeden Fall mal. Na, verhandeln können wir, aber das ist lächerlich, das Angebot. So, Verfahren ist wieder fit. Schauen wir mal in die erste Mannschaft rein. Ja gut, mehr was soll man dazu sagen. Nächstes Spiel werden wir mit einem Benedikt Höwedes nicht auflaufen, sondern ein Kirchhoff wird in Endverlängerung spielen, genauso wie Roman Neustädter zurück auf die 6 kehrt. Das habe ich mich jetzt schon für entschieden. Ja, und fahren wir natürlich auch zurückkämpfen für Renato Augusto. Der kommt in den Kader für Sead Kolasinac. So, gut, ein bisschen früh jetzt den Kader festzulegen schon, ne? Aber gut, Leute, ich muss mich mal kurz beruhigen. Dann geht's weiter mit der nächsten Folge. Haut rein, ciao, ciao.